Vor 25 Jahren haben die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Dieses Jubiläum ist Grund, Bilanz zu ziehen und sich anzuschauen, ob diese Konvention eigentlich zu Verbesserungen geführt hat, was den weltweiten Schutz von Kinderrechten anbelangt. Der Bundestag hat sich das heute auch vorgenommen. Es ist eine vereinbarte Debatte, die hier aufgesetzt wurde. Das heißt, die Fraktionen haben sich verständigt. Es gibt hier keine Vorlagen und man debattiert zu diesem Thema. Deutschland hat, wie fast alle Länder der Welt, natürlich diese Konvention ratifiziert und Versprechen abgegeben. Und wie die Bilanz in Deutschland aussieht, das hören wir jetzt vielleicht auch schon von der ersten Rednerin. Susanne Rüttrich ist das für die SPD-Fraktion. Wie sah denn die Welt von Kindern aus vor 25 Jahren, bevor die Kinderrechtskonvention in Kraft getreten ist? Doppelt so viele Kinder wie jetzt auf der Welt haben ihren 5. Geburtstag nicht erlebt. Es gab noch kein Recht auf gewaltfreie Erziehung bei uns. Kinderschutz hatte sich der Bund noch nicht zur Bundesaufgabe gemacht, zur gesetzlichen Aufgabe. Umgangsrechte mit beiden Eltern waren nicht geklärt. Weitere Beispiele ließen sich aufzählen. Doch fast noch spannender als zurückzuschauen, finde ich es ja an Geburtstagen vorauszugucken. Wo werden wir denn wohl in 25 Jahren stehen? Vielleicht auch schon in 20 oder 10? Mal abgesehen davon, dass ich den Kinderrechten wünsche, dass sie sich selbst dann weiterentwickelt haben werden, etwa um ökologische oder digitale Rechte, wünsche ich den Kinderrechten 4 Dinge zum Geburtstag. Zum einen, die Kinderrechte werden dann längst im Grundgesetz stehen. Kein Mensch kann dann mehr so recht nachvollziehen, warum es eigentlich so lange gedauert hat, sie da reinzuschreiben. Es war dann wohl einfach endlich an der Zeit, das Grundgesetz moderner zu machen und an die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und der Welt anzugleichen. Die dann lebenden Kinder kennen es gar nicht mehr anders, als dass sie gleichwertig ihre Rechte wie auch Erwachsene haben, nur dass sie die eben etwas anders ausleben, ihrem Alter gemäß, was die späteren Erwachsenen als Bereicherung sehen werden, weil die jungen Leute immer neuen Schwung in Debatten bringen, sei es über ihr Wahlrecht, sei es über verbindliche Befragungen oder durch Beschwerden beim Bundeskinderbeauftragten. Unsere Politik und was daraus folgt, erleben unsere Kinder doch am längsten. Und wer von einer Entscheidung betroffen ist, der wirkt auch an der Entscheidung mit. Das ist demokratisch. Also hören wir Kinder an und beachten, was sie sagen. Mein zweiter Geburtstagswunsch ist, wir haben dann eine Kindergrundsicherung oder etwas Vergleichbares. Jedenfalls ererbt kein Kind mehr die Armut seiner Eltern. Und jedem Kind steht kostenfrei das Lernen und Lebensumfeld zur Verfügung, das es tatsächlich braucht. So wird es der Vergangenheit angehören, dass es Kinder gibt, die weniger gute Chancen im Leben haben, nur weil ihre Eltern nicht so wohlhabend sind. Denn Bildung ist dann für alle kostenfrei, und zwar von der Kita an. Kitas und Schulen sind offen. Vereine und Verbände laden dort jedes Kind ein, seine Talente zu entdecken. Die Kinder toben, spielen, lernen. Kein Kind braucht Geld, um ein Instrument zu lernen, um Fußball zu spielen, um Nachhilfeunterricht oder Sprachförderung zu bekommen. Und zur kostenfreien Bildung gehört auch, dass kein Kind hungrig lernt und spielt. Gesunde Mahlzeiten gehören einfach zum Kita- und Schulalltag dazu. Mein dritter Wunsch, leider wird es auch in 25 Jahren wahrscheinlich noch Flüchtlingskinder bei uns geben. Leider deswegen, weil ich fürchte, dass es auch dann noch schreckliche Gründe geben wird, weswegen Menschen unseren Schutz suchen. Was aber anders ist als jetzt. Da die Kinderrechte im Grundgesetz stehen, werden diese Kinder nicht mehr anders behandelt. Sie sind bis zum 18. Geburtstag vor dem Gesetz Kinder. Logisch eigentlich. Sie bekommen die medizinische Versorgung, die jedes andere Kind auch bekommt, und zwar dann, wenn es nötig ist. Und nicht mehr dann, wenn das Kind Schmerzen hat, denn es ist doch einfach unmenschlich, erst zu warten, bis die Zahnschmerzen akut sind, anstatt vorzusorgen. Flüchtlingskinder gehen ganz normal in die Schule und in die Kita nebenan. Vor allem aber ihre Fluchtgründe, die werden im Asylverfahren beachtet und erfragt. Denn nur sie können etwa zu jung zwangsverheiratet oder als Kindersoldaten ausgebeutet werden. Im Asylverfahren werden sie angehört, und selbstverständlich gilt auch hier, das Kindeswohl hat Vorrang. Und was viertens in 25 Jahren spätestens anders sein wird,
Die erschütternden Zahlen von misshandelten Kindern, die müssen gesunken sein. Allein die bekannten Zahlen ohne das Dunkelfeld, die machen mich fassungslos. Tausende Kinder jedes Jahr, die geschlagen und misshandelt werden. Und jährlich überleben 150 Kinder ihr Elternhaus nicht. Wenn wir also heute von einem Fall in der Zeitung lesen, müssen wir davon ausgehen, wahrscheinlich sind allein in derselben Woche zwei weitere Kinder ebenfalls gestorben. Nicht infolge eines Unfalls, sondern von Hand Erwachsener. Die Zahlen von tödlichen Unfällen von Kindern im Straßenverkehr, die haben sich seit 1990 halbiert. Immer weniger Kinder sterben an schweren Krankheiten. Nur die Zahl der getöteten Kinder, die bleibt stabil. Und das muss sich in den kommenden Jahren unbedingt ändern. Die ganz traurigen Ausnahmefälle, die wird es wohl immer geben. Aber es müssen tatsächliche Einzelfälle sein, die zuvor keine Auffälligkeiten gezeigt haben. Denn es sind ja nicht zu wenige Institutionen in den Risikofamilien. Aber diejenigen, die helfen, die sind zu schlecht ausgestattet. Sie haben zu wenige bis keine Ressourcen, um etwa in Fallberatung sich zu koordinieren. Das erzählen uns zumindest Kinderärzte. Das dann im Grundgesetz festgeschriebene Recht auf Unversehrtheit wird dazu führen, dass Kindern schneller und besser geholfen werden muss. In 25 Jahren werden wir hoffentlich sagen, weil wir Kinderleben gerettet haben, hat sich die Grundgesetzänderung gelohnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Susanne Rüttrich war das, die Kinderbeauftragte der SPD-Fraktion, hier zum Jubiläum mit ihren Geburtstagswünschen für die Kinder in den kommenden Jahren. Jetzt der Nächste hier in der Aussprache, Norbert Müller für die Linksfraktion, der Sprecher für Kinder- und Jugendpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Susanne Rüttrich, ich könnte mich in vielen Punkten bei Ihnen anschließen. Und wir hatten auch schon vor wenigen Wochen auf Antrag der Grünen oder zu einem Antrag der Grünen de facto eine Debatte zu den Kinderrechtskonventionen. Nun wäre das sehr langweilig, wenn ich all das wiederholen würde, was Sie gesagt haben, mit unseren eigenen Positionen anreichern würden oder das wiederholen würde, was ich hier vor drei Wochen schon gesagt habe, sondern ich möchte gern einen anderen Aspekt in die Debatte einbringen und damit vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Die Kinderrechtskonvention regelt, das Kind ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Und UNICEF leitet, das ist ja auch spannend, für die Bewertung der UN-Kinderrechtskonvention aus der Konvention 10 Grundrechte ab. Und das 7. Grundrecht ist das, ich zitiere, Recht auf eine Privatsphäre und auf gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion Die Linke teilt dies uneingeschränkt. Denn Kinder sind trotz ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit oft die ersten Opfer eines Krieges. Gerade in Bürgerkriegen wie in Syrien oder viel näher in der Ukraine, wie wir es gerade erleben müssen, beobachten wir immer wieder, wie Kinder unter militärischen Konflikten leiden. Und wir beobachten auch immer wieder den Einsatz von Kindern, von Jugendlichen, Kombattanten in militärischen Konflikten. Und oftmals endet dann eben Kindheit oder Jugend mit Traumatisierung, mit Verletzung und eben auch durch gewaltsamen Tod. Bei der Umsetzung und Wahrung dieses Grundrechts brauchen wir in Deutschland aber gar nicht auf andere Staaten zu verweisen. Denn auch die Enttabuisierung des Militärischen, und mancher hier im Haus ist darauf noch stolz, ist eben nicht zu bagatellisieren. Und kaum eine Ausbildungsmesse ohne Bundeswehrstand. Jugendoffiziere werben in Schulen offensiv für den Soldatenberuf, der eben kein gewöhnlicher ist. Und dabei ist es nun auch gerade nicht so, dass insbesondere auf Kinder im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention nicht abgesehen wird, sondern gerade eben diese unter 18-Jährigen sind besonders im Blick auch der Werber. Und dann ist es doch ein Stück weit verrückt, dass wir im Zusammenhang mit der UN-Kinderrechtskonvention hier vor drei Wochen diskutiert haben, da waren die Redner der Union ganz klar, dass ein Wahlrecht für 16- und 17-Jährige abzulehnen ist. Aber die Rekrutierung von 17-Jährigen in Uniform stecken, dafür gibt es ja eine Mehrheit im Hohen Haus und das ist dann politisch offenbar auch gewollt. 2013 wurden 1032 17-Jährige durch die Bundeswehr eingestellt. Klar, dies erfolgt freiwillig und niemand wird mit 17 zum Militär gezwungen, Gott sei Dank, aber warum kann eigentlich die Bundeswehr nicht darauf verzichten, auf die Volljährigkeit abzuwarten und damit in diesem Sinne auch die UN-Kinderrechtskonvention zu beachten? Und was zwingt sie eigentlich, das Rekrutierungsalter immer weiter vorzuverlegen? Warum wirbt denn die Bundeswehr gezielt an Schulen und auf Ausbildungsmessen, gezielt bei Jugendlichen? Und offenbar scheint die Bundeswehr sicher davon zu versprechen, dass Kinder und Jugendliche offener für den Kriegsdienst sind als in einem höheren Alter, wo sie möglicherweise auch Folgen ihres Tuns besser abschätzen können. Aber sie treiben es noch toller.
Und ich will keine weiteren Worte zu Bundeswehr und Schulen verlieren. Da sind die Positionen ausgetauscht und bekannt. Aber dass Sie die Bundeswehr inzwischen auch bei Kita-Kindern auf Werbetour schicken, das finde ich, hat dann schon eine neue Qualität und das ist auch verurteilenswert. Die Bundesregierung hat erst vor wenigen Wochen auf mehrere kleine Anfragen der Linksfraktion zum Thema Bundeswehr in der Kita geantwortet. Und da haben Sie unter anderem geantwortet, ich zitiere, das Kennenlernen des gesellschaftlichen Umfelds einschließlich der Arbeitswelt der Eltern gehört grundsätzlich zum pädagogischen Angebot von Kindertagesstätten. Ursache war, dass Fotos im Internet aufgetaucht sind, wo unter Sechsjährige auf Panzern rumgeklettert sind, dass offenbar Truppenbesuche vorgenommen worden sind, dass die Bundeswehr gespendet hat für Kita-Einrichtungen und so weiter. Und das ist auch einigermaßen frech. Aus dem Recht, auf dem Recht aus der UN-Kinderrechtskonvention auf gewaltsame Erziehung, auf gewaltfreie Erziehung, auf dem Recht zur gewaltfreien Erziehung, zum Frieden, machen Sie offenbar ein Recht, dass auch unter Sechsjährige auf Panzer rumzuklettern haben, weil das in irgendeiner Form zum gesellschaftlichen Umfeld von Kindern und Jugendlichen gehört. Ich finde, im 25. Jahr der UN-Kinderrechtskonvention müsste man deutlich machen, dass eben das Militärische nicht zum gesellschaftlichen Umfeld von Kindern und Jugendlichen gehört. Nein, das ist unwürdig. Die Bundesregierung hat die Vorbehalte zur UN-Kinderrechtskonvention erst vor wenigen Jahren, 2010, aber immerhin zurückgenommen. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit des 25. Jahrestages der Konvention, um selbst beispielgebend voranzugehen. Lassen Sie die Werbung an Schulen, stellen Sie diese schrägen Kasernenexkursionen von Kitas ein, rekrutieren Sie keine Minderjährigen mehr. Krieg ist das größte Leid, was man Kindern und Jugendlichen zufügen kann, und lassen Sie uns daraus Konsequenzen ziehen für die Bundesrepublik Deutschland, für unser Land. Seien Sie so konsequent, nehmen Sie endlich Kinderrechte in unsere Verfassung auf. Und ich weiß, bei Grünen und SPD da große Übereinstimmung. Dann geht es an die Kolleginnen und Kollegen der SPD. Seien Sie zu mutig, auch in dieser Legislaturperiode Schritte zu gehen. Drücken Sie auch Ihren Koalitionspartner, dass wir in dieser Frage, Susanne Rüdrich, Kinderrechte ins Grundgesetz vorankommen. Das wäre ein besseres Zeichen zur Feier des 25. Geburtstages der Kinderrechtskonvention als nur wohlfeile Reden hier im Parlament. Vielen Dank. Norbert Müller war das für die Linksfraktion. Und er sagt, es ist immer wieder ein Thema hier, Kinderrechte ins Grundgesetz oder nicht. Die Union sieht das anders. Sie hält die Rechte für Kinder bereits ausreichend berücksichtigt und lehnt es bislang ab. Hören wir mal Markus Weinberg von der Unionsfraktion, was er dazu zu sagen hat. Zurückschauen auf die letzten 25 Jahre und auch darüber hinaus, was es bedeutet hat, diese UN-Kinderrechtskonvention. Und wenn man dann so ein wenig schaut, dann landet man schnell bei der Frau, die viel für Kinder geschrieben hat und auch vieles ausdrücken konnte, Astrid Lindgren. Sie hat schon 1978 bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels eine ihrer so besonderen Geschichten beschrieben. Eines Tages hatte ein kleiner Junge etwas getan, wofür er nach Ansicht seiner Mutter eine Tracht Prügel verdiente, die erste in seinem Leben. Er sollte nun im Garten selber nach einem Stock suchen und der Mutter bringen. Ihr Sohn kam nach einiger Zeit weinend zurück und sagte, ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen. Da fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Sie nahm ihren Sohn in die Arme, dann legte sie den Stein auf ein Board in der Küche. Dort blieb er liegen, als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt. Möge in jedem Haus in diesem Land ein kleiner Stein liegen und diese Mahnung dann auch in jedem Haus umgesetzt werden. Dieses Zitat bringt einen wichtigen Gedanken zum Ausdruck, der mit der UN-Kinderrechtskonvention verbunden war, nämlich die Welt zu sehen aus Sicht der Kinder. Und Kinder sehen und fühlen und erkennen die Welt anders. Und deswegen, glaube ich, ist es schon ein Meilenstein gewesen in der Geschichte der Kinderrechte, diese Verabschiedung der Konvention am 20. November 1989. Und unser Bewusstsein für die Rechte der Kinder ist seit damals stark angewachsen, sowohl in Deutschland wie auch weltweit. Diese Rechte sind jetzt verankert in einem internationalen Vertragswerk. Und es geht darum, zu schauen über Bildung und Gesundheit, über den Zugang zu Wasser, ein Recht auf Überleben, ein Schutz vor Gewaltmisshandlung und Verwahrlosung, wie wir das national und mehr noch international umsetzen können. Und ich will daran erinnern, in diesem Zusammenhang gibt es ja das dritte Zusatzprotokoll in diesem Jahr verabschiedet. Danach können sich Kinder jetzt auch gegen die Verletzung ihrer Rechte wehren, indem sie an den UN-Ausschuss für das Recht des Kindes sich wenden können. Auch das war eine richtige Entscheidung, hier diese Rechte zu stärken.
Und dann schauen wir und müssen wir aber international schauen. Und da kann man zum einen sicherlich Dinge und Erfolge verbuchen, die uns stolz machen können, stolz als Teil, als globaler Teil derjenigen, die dieses auch als Verantwortung übernommen haben. Immerhin, die Kindersterblichkeit ist gesunken und die Zahl der arbeitenden Kinder ging fast um ein Drittel zurück. Aber noch heute erleben 6,3 Millionen Kinder nicht einmal ihren 5. Geburtstag. 168 Millionen Kinder müssen arbeiten und nur 5% aller Kinder leben in Ländern, in denen jede Gewalt verboten ist. Es bleibt also noch viel zu tun auf internationaler Ebene, um das zu ändern. Deutschland hingegen hat viel getan in der Familienpolitik. Nun macht man die familienpolitischen Leistungen nicht immer am Geld nur kenntlich oder kann sie nicht nur am Geld kenntlich machen, aber es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren deutlich spürbar mehr Geld den Familien und den Kindern geben. Ganz zentral, das ist auch für uns in der Großen Koalition ein Punkt, ist das staatliche Handeln auf das Wohl des Kindes ausgerichtet. Aber wir sagen auch, wir wollen nicht nur das Wohl des Kindes in den Fokus nehmen, sondern immer die Frage stellen, wie können wir Eltern stärken und wie können wir Familien insgesamt stärken. Denn unsere Aufgabe ist es im Familienbereich, die Familie als Keimzelle der Gesellschaft zu stärken. Denn dann, wenn es in der Familie im Verhältnis auch zu den Kindern gut zugeht, dann sind die Kinder auch besser geschützt und haben stärkere Unterstützung. Und viele Maßnahmen dienen diesem Ziel. Die Alleinerziehenden werden besser gestellt, das Kindergeld wurde erhöht. Wir haben den Kita-Ausbau vorangetrieben, das Elterngeld nicht nur eingeführt, sondern auch modifiziert und verändert, immer im Sinne der Familien und der Wünsche der Familien, auch vor dem Hintergrund, dass es auch für Kinder gut ist, wenn die Eltern mehr Zeit für sie haben. Und zum besseren Schutz haben wir am Bundeskinderschutzgesetz 2012 eingeführt, oder auch als Beispiel sei genannt der Ausbau des Netzwerkes Früher Hilfen. Wir werden dieses Bundeskinderschutzgesetz aber auch evaluieren. Denn die Frage, und das ist die Herausforderung für uns, ist, was bringen eigentlich unsere Maßnahmen? Wir geben über 8 Milliarden Euro aus für die Hilfen zur Erziehung und wir haben ein Bundeskinderschutzgesetz. Trotzdem haben wir dramatische Fälle und in Teilen eine Zunahme von Fällen von Verwahrlosung und in Obhutnahmen. Wenn 40.000 Kinder im Jahr in Deutschland in Obhut genommen werden müssen, dann stimmt etwas nicht in dieser Gesellschaft und daran müssen wir arbeiten und daran werden wir auch arbeiten. Voraussetzung wird aber auch sein, dass wir uns natürlich damit beschäftigen in den nächsten Jahren, was heißt denn eigentlich Kindeswohl, was ist für Kinder eigentlich wichtig und wo haben wir Strukturdefizite, wo haben wir auch möglicherweise Finanzierungsdefizite, wo können wir als Bundesgesetzgeber auch die Kommunen entlasten, die Länder unterstützen, denn die Länder und die Kommunen sind verantwortlich gerade für die Themen der Kinder und Jugendhilfe. Und da, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, da ist natürlich die interessante Diskussion, reichen denn Änderungen im Grundgesetz aus? Und deswegen nur zwei Bemerkungen. Wir haben in 10 von 16 Verfassungen der Länder bereits die Kinderrechte verankert. Ich glaube, wir sollten uns darum kümmern, was real wirkt. Keine Symbolpolitik, sondern wirklich sagen, wir müssen Strukturen überprüfen, wir müssen die Hilfsmaßnahmen verstärken, aber nicht, dass wir durch möglicherweise eine Grundgesetzänderung zu dem Problem kommen, dass wir die Kinder auch sozusagen von ihren Eltern weiter trennen. Deswegen wird der Kollege Lehri da bestimmt das eine oder andere noch sagen zu der Frage Kinderrechte ins Grundgesetz. Ich bin da weiter zurückhaltend, weil ich glaube, dass wir real gucken müssen, wie wir was für Kinder tun können. Es hat sich in den letzten Jahren viel getan und das ist unser Auftrag im Sinne von Astrid Lindgren, dass wir alle auch im Herzen unseren kleinen Stein tragen, niemals Gewalt und Hilfe für Kinder. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grünen. Franziska Brandner ist die Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik ihrer Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher, es sind leider nicht so viele Kinder hier. Wäre heute etwas Schönes, wenn wir die Ränge voll hätten mit Kindern zum Anlass der Kinderrechtskonvention heute. Ich finde es schon ein besonderer Tag heute, dass wir über die Kinderrechtskonvention sprechen, die Rechte von Kindern in unserem Land und weltweit. Am Jahrestag, am 20. November, war ich im Wahlkreis bei uns in Heidelberg in einer Grundschule mit allen dritten und vierten Klassen, um über die Kinderrechtskonvention zu sprechen. Ich redete ein bisschen mit den Kindern und dann meldete sich eine zu Wort und sagte, was bedeutet ein Recht? Ich fand die Frage ziemlich schwierig zu beantworten. Was bedeutet ein Recht? Was ist dein Recht? Und dann habe ich es mit Beispielen versucht. Ich habe gesagt, das ist zum Beispiel dein Recht, nicht geschlagen zu werden. Und dann meldete sich ein Junge und sagte, aber mein Papa haut mich. Und dann dachte ich, war doch das falsche Beispiel, das ich hier vielleicht angeführt habe. Oder zumindest, was habe ich damit provoziert?
Dann sagte ich, das ist das Recht, dass du genau gleich behandelt wirst wie alle anderen. Dann meldete sich ein Mädchen und sagte, aber darf ich deswegen trotzdem über jemand anderen lachen? Fand ich auch keine einfache Frage. Da habe ich gesagt, naja, nicht, weil sie aus einem anderen Land kommt oder anders ausschaut. Dann meinte sie, naja, aber wenn sie die Sprache nicht kann und deswegen lauter Blödsinn sagt, dann habe ich gesagt, nein, auch deswegen nicht. Und dann sah ich, dass ein Mädchen hinten in der Ecke offensichtlich nicht so gut Deutsch sprach und etwas zusammenzuckte. Und dann dachte ich nur, jetzt frage ich mal die Kinder was und habe sie gefragt, wisst ihr denn, wo ihr euch beschweren würdet, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt? Und dann war es relativ ruhig in der Klasse und dann meldete sich einer und sagte, na, bei der Lehrerin. Und da fand ich dann ganz beruhigend, dass sie offensichtlich in dieser Schule das Vertrauen hatten, sich bei der Lehrerin vielleicht zu beschweren. Ich fragte danach, bei uns gibt es eine Kinderschutzbeauftragten in jedem Viertel. Den Namen der Person hatte keines der Kinder je gehört. Dann dachte ich auch, eigentlich ist es ja deren Aufgabe. Was machen wir? Was können wir tun, dass Kinder wissen, wo sie sich beschweren müssen, wenn ihre Rechte nicht eingehalten werden? Frau Rüttrich, ich finde, Sie haben ja ganz zu Recht beschrieben, wo noch die Missstände in Deutschland sind, indem Sie in die Zukunft gesagt haben, dass sie dort nicht mehr stattfinden sollen. Kinderarmut, nicht die gleichen Chancen für alle Kinder, Schutz vor Gewalt, vor sexuellem Missbrauch, vor Ausgrenzung und eben auch gleiche Rechte, zum Beispiel für Flüchtlinge. Aber trotzdem erlauben Sie mir auch hier darauf hinzuweisen, dass wenn wir dort in 25 Jahren sein wollen, Sie jetzt Schritte tun müssen, um dorthin zu kommen, weil sonst sind wir dort in 25 Jahren nicht. Sonst kommen wir dort nicht an. Und Artikel 2 der Kinderrechtskonvention, der ist ja sehr deutlich. Der sagt, die Vertragsstaaten achten die Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehendem Kind, ohne jede Diskriminierung, unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds. Das ist doch enorm breit. Da steht nichts von jedem deutschen Kind drin. Da steht von jedem Kind in seiner Hoheitsgewalt. Und wenn wir diesem Anspruch, diesem Artikel 2 wirklich gerecht werden wollen, dann müssen wir dringend etwas tun mit Blick auf die Kinderarmut in unserem Land. Da steht nämlich egal des Vermögens der Eltern drin. Und das ist in Deutschland keine Realität. Und es ist eben auch keine Realität, ob man Flüchtlingskind ist oder nicht, dass man dann die gleichen Chancen und die gleichen Rechte hat. Von daher mein Appell, machen Sie Änderungen in diesem Bereich. Wir verändern ja gerade ständig Asylgesetze. Vielleicht können wir sie ja auch mal in dem Sinne wirklich positiv verändern. Das würde mich zum Beispiel sehr freuen. Und ich glaube, viele Kinder in diesem Land. Ich möchte Ihnen noch den Artikel 3 vorlesen, über den wir auch gerade noch mal diskutiert haben mit Blick auf das Grundgesetz. Artikel 3 sagt, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen sind, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Herr Weinberg, Sie haben gerade gesagt, Kinder oder Familie. Natürlich ist Familie immer ein Gesichtspunkt. Hier steht auch drin, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt. Es steht überhaupt nicht drin, dass es andere gibt, sondern es ist ein Gesichtspunkt, aber wichtig, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Und das ist in Deutschland nicht überall der Fall, dass das Kindeswohl vorrangig berücksichtigt wird. Nehmen Sie Verkehrsplanungen, nehmen Sie unser Baurecht. Auch im Asylrecht ist es nicht der Fall. Nehmen Sie aber zum Beispiel auch bei Fragen von den Obhutnamen, ist es eben nicht immer das Kindeswohl, was am Ende entscheidet. Herr Weinberg, Sie haben gerade gesagt, das ist nur eine Symbolik. Ich würde da widersprechen und sagen, es geht um mehr als nur eine Symbolik. Aber selbst wenn es nur ein Symbol wäre, warum sind Sie gegen dieses Symbol? Warum wollen Sie dieses Symbol als Bundestag, als CDU nicht sehen, dass die Kinder gleiche Rechte haben und ihre Rechte im Grundgesetz verankert sind? Warum wollen Sie denn dieses Symbol nicht, wenn es denn nur ein Symbol wäre? Und ich bin ja davon überzeugt, dass es mehr ist, dass sogar das was verändern würde bei der Auslegung unserer Gesetze und bei der hoffentlich Änderung von Gesetzen. Von daher, das mit der Symbolik finde ich kein akzeptables Argument. Dann müssen Sie inhaltlich begründen, warum Sie das nicht wollen. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss. Ich wollte am Ende nur sagen,
Erlauben Sie uns, dass wir dort in 25 Jahren sind, und lassen Sie uns als Deutschland Vorreiter sein bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention. Ich danke Ihnen. Das sagt Franziska Brandner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ihr folgt jetzt Ulrike Bahr für die SPD-Fraktion. Sie ist Mitglied im Familienausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schutz, Förderung und Beteiligung. In diesem Dreiklang will die UN-Kinderrechtskonvention seit 25 Jahren die Rechte der Kinder sichern. Zweifellos hat sie damit viel bewegt im weltweiten Kampf gegen Kinderarbeit und sexuelle Ausbeutung von Kindern, für ein Recht auf Bildung für Mädchen und Jungen, ein Recht auf Gesundheitsversorgung und Schutz vor Kriegen und auch für einen neuen Blick auf Kinder und Jugendliche. Noch viel mehr bleibt aber zu tun weltweit und bei uns in Deutschland. Kinder sind nach wie vor die Hauptleidtragenden der zahlreichen bewaffneten Konflikte auf dieser Welt. Allein 1,6 Millionen syrische Kinder sind auf der Flucht. Weitere 5,6 Millionen sind innerhalb Syriens von Krieg und Gewalt betroffen. Nicht so stark im Fokus steht die kaum weniger schreckliche Lage von Millionen Kindern nach Bürgerkriegen, zum Beispiel im Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik oder in Somalia. Einige dieser Kinder und Jugendlichen schaffen es, alleine oder mit ihren Angehörigen als Flüchtlinge bis nach Deutschland. Als Unterzeichner der Kinderrechtskonvention, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es unsere Verpflichtung, bei allen Entscheidungen, die Kinder betreffen, das Kindeswohl als oberste Richtschnur zu nehmen. Kinder im Sinne der UN-Konvention sind alle Menschen unter 18 Jahre, ohne jede Diskriminierung nach nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft. Asyl- und ausländerrechtliche Regelungen müssen darum die besondere Schutzbedürftigkeit und das Wohl minderjähriger Flüchtlinge berücksichtigen. Für alle Kinder bei der medizinischen Versorgung und beim Zugang zu Spracherwerb und Bildung, für die unbegleiteten Minderjährigen auch bei der unverzüglichen Inobhutnahme durch das Jugendamt. Flughafenverfahren und Abschiebehaft für Minderjährige und eine generelle Verfahrensfähigkeit ab 16 Jahren halte ich für nicht vereinbar mit der Konvention. Kinder müssen immer zuerst als Kinder wahrgenommen werden, mit den ihnen zustehenden Rechten. Auch in anderen Bereichen unseres Sozialrechts geschieht dies nicht immer. Vielmehr sind und werden Trennlinien gezogen. Dies trifft besonders Kinder mit Behinderungen. Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung erhalten Eingliederungshilfe nicht von der Kinder- und Jugendhilfe, sondern aus der Sozialhilfe nach dem 12. Sozialgesetzbuch. Haben Kinder dagegen eine seelische Behinderung, ist die Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Diese künstliche Trennung führt zu großen Abgrenzungsschwierigkeiten. Sie kann Jugend- und Sozialämter dazu verleiten, mehr über die eigene Zuständigkeit nachzudenken, als die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien in den Mittelpunkt zu stellen. 25 Jahre Kinderkonvention, darüber wurde hier debattiert. Wie sieht es aus mit der Umsetzung der Kinderrechte weltweit, aber auch gerade hier in Deutschland? Darüber wollte hier der Bundestag sprechen in dieser vereinbarten Debatte. Es gibt Erfolge, so hat man hier gehört in den Redebeiträgen, aber Deutschland ist noch längst kein Musterbeispiel, auch gerade im Bereich der Kinderarmut. Auch hier gibt es in Deutschland noch einiges zu tun. Das wird sicher nicht die letzte Debatte über dieses Thema zu diesem Thema hier im Hohen Haus gewesen sein. Für heute war das unsere Übertragung hier aus dem Deutschen Bundestag. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und gebe zurück in unser Sendezentrum nach Bonn.